So, da bin ich schon wieder. Musste mir kurz nur, naja, Schnupf nehmen. Gut. Look out. Wir sind hier am Wachplatz jetzt gelandet. Das ist definitiv Feindesland. Sorry, can't. Die Seite des Wachplatzes ist schon mal blockiert. Und das hier sieht echt übel aus. Been a while since I last came to Stalwart. All that disfavored fighting led to this. Ja, Kyros kennt eben keine Gnade, wenn seine Geduld versiegt. Hier liegt tatsächlich noch ein Stück Käse. Can't do that. Ja, laufen wir lieber mal ein Stück, weil sonst dauert es ewig, in die Wachplatzfestung reinzukommen. Wenn wir da überhaupt reinkommen aufgrund des Windes, aber es sieht fast so aus. Tja, das Edikt der Stürme hat hier definitiv gut gewütet. Oh, Azurglocke und eine Himmelskappe. Du scheinst wichtig auszusehen. Der Graben, der einst Wachplatz umgab, hat dank der Umgebung schon längst seinen Nutzen eingebüßt. Abgestandenes Wasser und feuchte Erde sind alles, was davon blieb. Eine schwere Bronzerüstung, hä? Der Speer richtet sich auf, als du dich näherst und kläfft die Augen zusammen, um sie vor dem Wind zu schützen. Bist du die Unterstützung, die er schicken wollte? Ja, ich bin Todes Schicksalsbinder. Freut mich zu hören. Hier kann man nie vorsichtig genug sein. Ich bin halb blind wegen diesem Sturm und ihr Agenten des Gerichts seid nicht immer einfach zu erkennen, ohne dir zu nahe treten zu wollen. Wir patrouillieren an den Außenmauern, aber es ist keine Spur vom Feind zu sehen. Entweder weiß er es besser, als sich hervorzuwagen, oder er versteht es, sich zu verstecken. Die verdammten Rebellen sind ebenso schwer zu fassen wie der Wind. Hast du in letzter Zeit irgendwelche Ungebrochenen gesehen? Vor mehr als 2 Wochen, aber sie ist flugs verschwunden, bevor wir Pfeile einlegen konnten. Sie sind sehr vorsichtig, aber listig. Nicht einmal Kyros hätte damit rechnen können, dass sie den Sturm zu ihrem Vorteil nutzen. Können wir die Festung betreten? In diesen Winden? Ich würde es nicht einmal versuchen, wenn ich 1000 Schilde zum Schutz hätte. Sieh es dir an, dann verstehst du es. Can't do that. Darum gehst du wohl zur Festung. Hier ist was versteckt. Ein Aquamarin. Die Wachplatzfestung war einst ein stolzes, beeindruckendes Bauwerk. Jetzt ist sie nur ein Schatten ihrer früheren Pracht. Naja. Hier stehen sogar noch ein paar alte Karren mit Waffen und so rum. Wahrscheinlich hat die Mauer das gerade noch so vor den Stürmen geschützt. Ach, herrje. Du hast Loyalität bei Barrican zugewonnen. Nichts hat sich geändert. Das ist derselbe Sturm, der die Ungeborenen und die Geschmähten gleichermaßen vernichtet hat. Danke, dass du mich hierher geführt hast, Schicksalsbinder. Barrick betrachtet den Windschwall und den gewaltigen Tornado um die innere Festung herum, die nur ein entfernter Umriss ist. Stridus Herodin, der letzte Regent des unbeugsamen Landes, kauert hinter den Mauern seiner Burg. Wir können ihn durch diesen Sturm nicht erreichen. Dieser Ort weckt unangenehme Erinnerungen. Du warst während des Krieges im Wachplatz? Leider, die Tochter des Generals und Mitglied ihrer Kohorte wurden im 2. Jahr des Krieges gefangen genommen. Es dauerte bis ins 3. Jahr, ehe wir erfuhren, dass sie im Wachplatz sind. Wir wussten, dass das Edikt kommt, aber wir gingen das Risiko ein. Die Schlacht zog sich länger hin als gedacht. Wir wurden von dem Sturm überrascht. Er seufzt und aus seinem Schultergelenk rieselt Sand.
Das war der Tag, an dem ich in diesem verfluchten Rostkübel aufgewacht bin. Und deswegen erinnert mich dieser Ort an unvollendete Dinge. Der Sturm hat nicht viel zurückgelassen. Das geschieht, wenn ein Jahr lang gnadenloses Wetter herrscht. Kyros Edikt der Stürme hat das einst mächtige, unbeugsame Land verwüstet und praktisch dem Erdboden gleich gemacht. Es ist nicht mehr viel von dem alten Land übrig. Außer den Ungebrochenen und ihren sturen Stolz. Erzähl mir von dem Regenten. Sie waren Bürokraten und Diplomaten, die sich alle an ihren eigenen vermeintlichen Wichtigkeiten berauschten. Stredus Herodin hat mich nie beeindruckt, aber das Volk des unbeugsamen Landes hat den Mann verehrt. Falkart wird bei den Regenten wohl weitervererbt. Als das Edikt kam, versteckte Stredus sich in dieser Festung und sah mit an, wie sein Land in Stücke zerfiel. Ein ehrenhafter Mann wäre für sein Volk gestorben. Okay, wie kommen wir ins Innere? Ich weiß es nicht. Die Mächte, die um dieses Reich kämpfen, müssen irgendeine Ahnung haben, sonst würden sie sich nicht um dieses verfluchte Ödland balgen. Wir sollten jemanden suchen, der Antworten kennt. Hörst du das? Beric legt sich seine Hand in ihrem schweren Handschwanz. Oh. Du hörst ein seltsames Geräusch im Wind, ein leises Stöhnen, das in einer Kakophonie aus wimmelndem Schmutz und Metall verborgen liegt. Die Staubwolken scheinen sich dir zu nähern, du siehst rot leuchtende Flecken in ihnen. Geister. Auch das noch. Oh. Plage. Hauch. Kann nicht ausweichen, kann nur ein bisschen parieren. Und hat sowieso nicht sonderlich viel Verteidigung. Du hast aber gutes Ausweichen. Du bist auf jeden Fall stärker. Amon. Okay, es sind Geister. Whatever you need. Ja, die sind auf. Die Plagen sind auf jeden Fall stärker als die Hauchs. Und Beric macht sich ganz gut, gegen die zu bestehen. Okay. Whatever you need. So, jetzt erstmal den Rauch weg. Au, die explodieren ja. Will do. Fucking hurt. I'll tear your skeleton out by your ass. That's how it's fucking done. Okay. Das war böse. Die Geister sind fort, ihre natürlichen Schreie sind verstummt. Du hörst noch die rohe Gewalt des Tornados. Als die Staubwolken sich verziehen, kannst du auf der Mauer über dir eine Gestalt. Siehst du eine Gestalt? We've got a scout. Look there on top of the wall. Ja, das ist ein Speer. Den müssen wir jetzt nur noch erreichen. Borstenes Kurzschwert.
Ein Soldat kniet hinter den zerstörten Zinn. Du erkennst aus seinem Gewand in den Farben des alten, unbeugsamen Landes, dass er ein ungebrochener Soldat ist. Er blickt dich mit einer Mischung aus Vorsicht und Neugier an. Mit den Geistern bist du gut fertig geworden, aber was führt dich in diesen verlassenen Ort? Er hält inne, als er dich langsam erkennt. Du siehst nicht aus wie ein einfacher Soldat aus Kyros Armee, aber du kommst auch nicht aus dem unbeugsamen Land. Er mustert dein Gewand, dich. Nein, du bist der Schicksalsbinder, der an der Vendrin-Wache vorbeigekommen ist. Du wirst feststellen, dass jeder Windfall dort eine härtere Nuss ist als die Zitadelle von Apex. Er lacht in sich hinein. Ich komme, um das Edikt der Stürme zu beenden. Meine Angelegenheit geht nur mich etwas an. Ich komme, um das Edikt zu beenden. So funktioniert das also. Kyros wirkt ein Edikt und schickt gleich keinen, um aufzuräumen. Dann bin ich froh, dass wir immer noch unabhängig von euch imperialen Hunden sind. Genieße es, solange du kannst. Wenn wir diese Region endlich kontrollieren, wirst du dir beim Ausheben vom Massengräber deinen Rücken brechen. Ich werde dabei zusehen. Ich schlage vor, du machst es wie der Sturm und verpfeifst dich. Du kommst nämlich nicht in die Festung. Wenn du deinen Herrn Bericht erstattest, sag ihm, dass der Oberspeer Janus dich fortgeschickt hat und du mit eingekniffenem Schwanz abgezogen bist. Warum? Also du bist ein Ungebrochener, oder? Warum hassen die Ungebrochenen Stratos Herodin? Er ist ein rückgratloser alter Mann, der sich hinter seinen Soldaten versteckt und keine von den Werten besitzt, die er anderen einbläuen will. Oh, tut mir leid, ich sprach von Grave und Ash. Janosch führt eine unhöfliche Geste mit seinen Fingern aus. Ach, hätte ich doch nur die Stärke, diese Mauern einzureißen und ihn selbst zu töten. Herodin ist ein Relikt aus der Vergangenheit und wir blicken in die Zukunft. Wir haben keinerlei Hoffnung, uns aus Kyros Knechtschaft zu befreien, solange der alte Regent seinen Lebensabend genießt, indem er Wein trinkt und sich vor dem Krieg verbirgt. Was kannst du mir über den Regenten sagen? Die Regenten waren unsere Königsfamilie. Sie haben über das unbeugsame Land geherrscht, unsere Gesetze, unsere Grenzen beschützt und unsere Armee zusammengerufen, wenn es nötig war. Nach Kyros Schlachten blieb nur noch ein einziger Regent am Leben und der ist so nutzlos wie ein Schnurrbart an einem Schwert. Wieso? Mustache-Schwert klingt saugefährlich. Alles ist gefährlicher mit einem Mustache. Weißt du was über Grave and Ash Tochter Amelia? Tut mir leid, wie bitte? Ich kann mir Namen nicht genug merken und der Wind schluckt deine Stimme. Er grinst dich breit und wissend an. Und von vorne abschaum, kletter über die Mauer, damit ich dir die Wahrheit aus dem Leib prügeln kann. Was weißt du über das Edikt? Der Sturm wird weiter toben, solange Stratos Herodin lebt. Wir sind wohl beide darauf aus, das Herz des alten Feiglings zum Stillstand zu bringen. Aber ich werde alles in meiner Machtschäde tun, um zu verhindern, dass du noch einen Schritt näher an den Wachplatz herankommst. Was wäre, wenn ich... Hoppla, jetzt bin ich einen Schritt näher. Und noch ein. Wirst du etwas dagegen tun oder mich nur aus deinem kleinen Nest da oben anstarren? Deine Posen amüsieren mich nicht im geringsten, scharlachrote Wüterin. Tanz herum, wie du willst. Solange ich lebe und atme, wirst du es nicht durch den Windfall schaffen. Ein Augenblick... habe ich mir Sorgen gemacht, dass wir dich am Leben lassen müssten.